Die Entwickler haben vorgestern Abend einen weiteren Livestream veranstaltet, in dem das neue Werwölfe-Gameplay-Pack genauer vorgestellt wurde. Was genau das Pack zu bieten hat und wie die neue Welt Moonwood Mill aussieht, erfahrt ihr in diesem Video. Beginnen wir zuerst mit dem Erstelle einen Sim-Modus. Hier haben die Entwickler zuerst die neuen Klamotten gezeigt, die in diesem Pack unisex für beide Geschlechter gestaltet wurden. Hier im Hintergrund seht ihr ein paar der neuen Objekte im Schnelldurchlauf. Es gibt ebenfalls ein paar neue Tattoos und als neue Kategorie gibt es Narben, die nicht nur im Gesicht, sondern ebenfalls auch am ganzen Körper platziert werden können. Natürlich haben die Entwickler ebenfalls den Editor zum Bearbeiten der Werwölfe vorgestellt, in dem die Ohren, Nasen, die Schnauze, Gesichtsform und andere Gesichtspartien detailliert bearbeitet werden können. Hier ist es natürlich ebenfalls möglich, den Werwölfen bestimmte Klamotten anzuziehen, Schuhe können diese allerdings nicht tragen. Seinen Werwolf farblich zu gestalten ist ebenfalls möglich, hier stehen schon vorgefertigte Fellmuster von normal bis fantasievoll bereit, oder ihr wählt eure eigenen Muster und Farben und malt selber auf ihnen herum. Es gibt ein neues Werwolf-Bestreben, welches beim Abschluss ein Pop-up öffnet, bei dem ihr aus 4 Mini-Bestreben mit einer eigenen Geschichte wählen könnt. Ein cooler Einfall, wie ich finde. Jetzt kennen wir ebenfalls das Weltensymbol und die Karte von Moonwood Mill, die mir wirklich gut gefällt. Auf dem Symbol kratzt eine Werwolfshand herum, auch die Karte macht ordentlich was her. Wir erhalten hier eine neue Nachbarschaft mit insgesamt 5 Grundstücken, das kleinste hier ist 20x15 Kästchen groß. Tatsächlich gibt es in der neuen Welt ein Untergrundsystem, wie in der Produktbeschreibung beschrieben, allerdings teleportieren die Sims sich einfach nach unten, als Spieler sehen wir aber nicht, was unten los ist. Ihr erfahrt durch Textboxen, was hier abgeht. Unten können die Sims Objekte sammeln und Werwölfe kommen hier einfacher voran als normale Sims. Die Sims können an 3 Stellen in der Welt wieder an die Oberfläche. Innerhalb der Welt gibt es ein Schild, mit dem ihr auf Greg, den wohl bekanntesten Werwolf in diesem Pack, stoßt. Die Werwölfe können auch ebenfalls auf dem Boden schlafen, was Greg auch gleich im Livestream demonstriert hat. Auch wie die Sims zu Werwölfen werden, wurde im Stream geklärt. Ihr erstellt sie entweder im Erstelle einen Sim-Modus, werdet von anderen Sims zufällig gebissen oder könnt explizit auch danach fragen. Im Pack gibt es 2 Rudel, denen ihr beitreten könnt. Diese sind unten rechts in der Benutzeroberfläche verlinkt und können mit Interaktion eines Rudelmitglieds beigetreten werden. Hier müsst ihr 3 Aufgaben aus der Liste auswählen, damit ihr beitreten könnt. Unten rechts seht ihr ebenfalls, was für Werte das Rudel hat, die ihr besser nicht missachten solltet, wenn ihr in der Rangfolge aufsteigen möchtet. Die Wildfangs haben diese abgeranzte Hütte als Hauptquartier. Als Werwolf habt ihr ebenfalls Zugriff auf einen Bunker unter der Bar im alten Doppeldeckerbus, in dem ebenfalls ein Eingang zum Untergrundsystem integriert ist. Hier seht ihr einen sehr wütenden Werwolf, dessen Wutlevel außer Kontrolle geraten ist. Er macht wild alles kaputt, was ihm vor die Klauen kommt. Als letztes haben die Entwickler die 25 verschiedenen Werwolfsfähigkeiten gezeigt, die mit einem höheren Rang freigeschaltet werden können. Hier stehen Fähigkeitsoptionen wie Lernen, wie man nach Nahrung jagt, alte Artefakte finden oder das Tullensystem benutzen bereit. Es gibt ebenfalls zusätzlich 6 Fähigkeiten, die nur in bestimmten Situationen freigeschaltet werden können, indem ihr Aufgaben in der Welt erledigt. Ebenfalls interessant, alle Bewohner in der neuen Welt sowie die Bücher aus der Bücherei verraten euch etwas über die Werwölfe und die Hintergrundgeschichte der neuen Welt. Für alle Basisspielspieler gibt es ebenfalls tolle Neuigkeiten. Mit dem nächsten Basisspiel-Update erhalten alle Spieler Mondzyklen ins Spiel, die unten in der Benutzeroberfläche sowie im Kalender angezeigt werden und neben den Werwölfen auch alle anderen Kreaturen wie Aliens, Vampire und so weiter beeinflussen. Der Baumodus wurde nur kurz angeschnitten. In diesem gibt es natürlich auch wieder viele verschiedene Möbel. Insgesamt 68 neue Objekte können hier platziert werden. Die im Livestream gezeigten seht ihr ebenfalls im Hintergrund, auch ein neues Babybett ist hier mit dabei. Wenn das Pack bei Instant Gaming verfügbar ist, erfahrt ihr das natürlich in einem der nächsten Videos. Ansonsten könnt ihr gerne in die letzte Folge von SimGehört reinhören, in der ich mit meinem Kollegen Micha von simtimes.de über das Pack und den Leak zur nächsten großen Erweiterung gesprochen habe. Den Link dazu findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung. Was denkt ihr zur neuen Welt und den Werwolf-Fähigkeiten? Werdet ihr euch das Gameplay-Pack holen oder seid ihr bisher noch skeptisch? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.